Social Media für Fußballer. Ein Riesenthema, das nach wie vor ziemlich unterschätzt wird. Und du fragst dich jetzt wahrscheinlich, wenn du den Titel liest, um was geht es denn? Geht es darum, wie du über Social Media gescoutet wirst oder wie du dich präsentieren kannst? Nein, es geht in diesem Video um etwas ganz anderes. Das wirst du nachher noch erfahren. Aber jetzt erstmal Social Media. Fast jeder ist auf Social Media, gerade im Fußballbereich die allermeisten. Und viele verbringen auch ganz, ganz viel Zeit, sich dabei zu unterhalten, auf Instagram, TikTok und so weiter. Und da stellt sich die Frage, ist diese Zeit sinnvoll investiert? Und es kann sinnvoll sein. Ja, du denkst jetzt bestimmt, ja, ist klar, Social Media, Zeitverschwendung. Nein, muss es nicht sein, ist aber bei den allermeisten so. Denn Social Media ist nicht per se schlecht, denn wenn du es richtig nutzt, kannst du es super für dich als Tool nutzen, um besser zu werden. Zuerst hole ich ein bisschen aus, damit du auch nachher verstehst, über was ich genau spreche. Wie schon erwähnt, Social Media ist omnipräsent, haben wir überall, ist ein Teil von unserem Leben. Ob das generell gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Wir müssen damit klarkommen und das Beste draus machen. Ein großer Punkt, den hast du sicher auch schon mal gehört. Wenn du beispielsweise 4 gute Kollegen hast, mit denen du immer abhängst, dann nimmst du auch deren Charakterzüge an. Du passt dich ein bisschen denen an. Du wirst ein Durchschnitt von den Leuten, mit denen du dich am meisten umgibst. Ja, das sagt man so und das ist natürlich zu einem großen Grad auch so. Und früher, ja, waren das einfach die besten Kollegen. Heute kommt da aber eine neue Dimension rein. Denn wir sind mehr am Handy und teilweise auch mehr auf Social Media, als dass wir Zeit mit den 4 oder 5 engsten Leuten verbringen. Das bedeutet, Social Media beeinflusst dich also stärker als diese 4 oder 5 Leute. Und jetzt stellt sich die Frage, was wird dir angezeigt? Sind es Videos, die dich einfach unterhalten? Sind es Videos, da musst du einfach lachen und du verschickst es deinen Kollegen, aber bring dich deinem Ziel nicht weiter? Bei den allermeisten ist es so, vielleicht kommt da zwischendurch mal irgendein Video zum Thema Fußball, Krafttraining, aber sehr, sehr selten. Und du siehst auch Leute, die vielleicht irgendwelche Challenges machen, die ihre Kleider zeigen oder was auch immer. Aber auf jeden Fall viel Content dabei, der dich unterhält, aber der dir nicht wertvolle Tipps gibt oder dich motiviert, deinem Ziel ein großes Stück näher zu kommen. Und hier ist der Haken. Bei den meisten ist die Situation genauso. Aber wenn du Social Media richtig nutzt, können dir ja natürlich auch Sachen angezeigt werden, die dich konstant unterstützen auf deinem Weg zu deinem Ziel. Das muss jetzt theoretisch nicht mal Fußball sein. Wenn du ein Business aufbaust, dann folge den Leuten, die erfolgreich sind, die gute Tipps geben. Und vor allem auch ganz wichtig, denn der heutige Algorithmus zeigt dir ja nicht nur Sachen oder Sachen von Leuten, denen du folgst und einfach mal denkst, ja, die machen guten Content oder der macht guten Content. Nein, vor allem der Stuff wird dir angezeigt, den du auch wirklich schaust und likest und mit den Posts interagierst. Das verstehen viele nicht. Also du kannst auch 100 Fußballseiten folgen, aber wenn du die Sache nicht schaust, weil es halt vielleicht ein bisschen weniger unterhaltsam ist als das Video von deinem Lieblingsstreamer oder was auch immer, dann wird dir in Zukunft trotzdem mehr Videos angezeigt von Streamern etc. Das heißt, du musst da clever sein und die Sachen liken, die dich auch wirklich weiterbringen und auch diese Sachen zu Ende schauen. Wenn du das nämlich machst, wird dir in Zukunft immer dieser Content angezeigt, der dich motiviert, der dir etwas beibringt, der dir Tipps gibt. Und da kannst du natürlich auch vor allem uns folgen auf Instagram, TikTok und vor allem hier auf
YouTube natürlich abonnieren. Das muss ich jetzt hier fast an dieser Stelle noch erwähnen natürlich. Aber ganz allgemein kannst du dir dann diese fünfte oder sechste Person, die einen größeren Einfluss hat als deine vier anderen engsten Kollegen oder die engsten Leute um dich herum, das, was ich vorher erwähnt habe, kannst du hier eine neue Dynamik schaffen, die dich immer wieder pusht, auch wenn es unbewusst ist und dich eine richtige Richtung bringt. Also ich persönlich mache das auch bei meinen Accounts, schaue ich sehr bewusst, was ich mir anschaue und was ich auch like, damit mir der Content angezeigt wird, der mich pusht, also 360 Football weiterzubringen, bessere Trainer zu werden, das Ganze größer zu machen. Und dann sehe ich immer wieder solche Sachen und gebe dann automatisch nochmal mehr Gas. Ich werde unbewusst auch beeinflusst, das ist ganz klar. Und du kannst das dir auch zunutze machen und vom heutigen Tag an das Ganze oder den Algorithmus viel mehr steuern. Denn jetzt ist es dir auch bewusst. Ein weiterer Punkt noch. Wenn du vielen Profis folgst, ist das zwar schön und gut und es kann dich vielleicht auch motivieren. Dort musst du aber aufpassen, dass Profispieler sehr oft auch nur die schönsten Seiten zeigen, den Luxus oder wie sie ein paar Bizeps Curls im Gym machen. Das widerspiegelt aber sehr oft nicht die Realität und es zeigt auch nicht das harte Training, das sie wirklich durchziehen und vor allem auch durchgezogen haben, um überhaupt in diese Situation zu kommen oder zu diesem Punkt zu kommen. Daher dort etwas aufpassen, lieber den Trainingschannels folgen, Motivationschannels folgen und so Step by Step besser werden oder vielleicht auch Channels, die irgendwelche Interviews zeigen, die taktische Sachen zeigen oder auch Sachen zur Ernährung oder Mentaltraining, wie beispielsweise Football Leverage. Dort lohnt es sich zu abonnieren und das Ganze anzuschauen. Also, jetzt weißt du, was zu tun ist. Ab heute kannst du deinen ganzen Feed positiv beeinflussen und er wird dich immer weiter unterstützen, deinem Ziel näher zu kommen. In diesem Sinne natürlich auch bei uns abonnieren, kommentieren, wie ihr solche Videos findet, liken und beim nächsten Mal natürlich wieder einschalten. Ciao.